Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es nach längerem mal wieder ein Avelle-Unpacking. Ich bin nicht gesponsert von Avelle, aber ich bestelle dort halt unheimlich gerne, weil ich kein Problem mit Mängelexemplaren habe, nur mit Leserillen. Und die finde ich bei Avelle halt nicht. Und ich bestelle dort auch gerne mal Sachen, die außerhalb von Büchern sind, zum Beispiel Notizbücher, Kindersachen etc. Und ja, ich habe das schon mal aufgeschnitten, weil ich hier sonst sehr wenig Platz immer habe. Auf jeden Fall sieht das Ganze immer so aus. Und ja, ich würde sagen, ich fange auch mal direkt an. Es waren nämlich ein paar Bücher dabei, die ich eh haben wollte, und dann konnte ich da einfach nicht widerstehen. Zum einen ist bei mir eingezogen die Filmausgabe von Der Junge muss an die frische Luft von Harpe Kerkeling, denn ich liebe den Film. Ich fühle mich da immer total zurückversetzt in meine Kindheit. Da gab es auch noch die Kleiderbügel mit Leder überzogen und Nieten drauf. Nur so als Beispiel, dass ihr wisst, wie ich meine. Das Ganze spielt ja, ich glaube, in den 70ern, 80ern. Und es ist zwar eine eigentlich traurige Geschichte, aber ich finde, Harpe Kerkeling hat es hier wieder ganz toll geschafft, ernstes Thema mit Humor zu verbinden. Und der Junge hat einfach grandios gespielt. Und ja, kann ich nur so sagen, ich fand den Film einfach nur klasse. Und irgendwann werde ich das Buch auch nochmal dazu lesen. Ich habe es zwar früher damals schon mal gelesen, noch lange bevor der Film rauskam, aber ich wollte es einfach, weil ich es jetzt auch günstig kriegen konnte, und es sind sogar ein paar, ich kann es jetzt nicht ganz so doll knicken, aber es sind halt auch ein paar Fotos aus dem Film dabei, und ja, das hat mir einfach so gut gefallen. Ja, es geht hier eigentlich um die Kindheit von Harpe Kerkeling wirklich. Und er heißt ja, hier steht es jetzt natürlich gerade nicht, er heißt ja gar nicht Harpe. Ich glaube Hans-Peter. Steht das hier? Genau, Hans-Peter Kerkeling, geboren 1964 in Recklinghausen. Und ja, das Ganze fängt halt an, als er so ungefähr 10 ist oder 8, irgendwie so. Und seine Mutter ist halt krank, und die stirbt auch später, das ist kein Geheimnis. Und er wächst dann halt bei seinen Großeltern auf. Und ja, ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Wenn ihr den Film nicht kennt, müsst ihr euch den unbedingt mal anschauen. Ja, das ist dazu. Dann habe ich mir, weil ich den Teil damals gehört habe und ich dann immer auf die Taschenbücher warte, weil ich das alles in einer Riege haben will, also nicht mal Hardcover, mal Taschenbuch in einer Reihe jetzt. Und zwar gab es jetzt günstig die Perlenschwester, und dieses Buch mit der Dicke brauche ich gar nicht versuchen bei Rebuy zu bestellen. Das ist eh voll mit Leserillen. Und das ist hier halt nicht, das sieht aus wie neu, nur dass der Stempel drauf ist. Ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, 5,99 bezahlt, also die Hälfte. Und ja, also absolut toll. Jetzt habe ich das auch für meine Sammlung, auch wenn mir der Teil nicht so gut gefallen hat. Aber ja, man möchte ja trotzdem irgendwie alle aus der Reihe dann auch haben. Hier geht es nämlich um die Schwester Cici, oder CC, ist ein Adoptivkind. Als ihr Vater stirbt, hinterlässt er ja ihr und den Adoptivschwestern halt ihre Vorgeschichte bzw. einen Hinweis darauf. Und ja, das ist jetzt auf jeden Fall der Teil, der mir noch gefehlt hat. Jetzt in nächster Zeit erscheint ja der nächste Teil. Ich weiß gar nicht, ist das dann schon der letzte? Die Sonnenschwester heißt der, und das werde ich auch wieder hören und mir dann zu gegebener Zeit das Taschenbuch holen, wenn ich es dann günstig bekomme. So ist mein Plan.
Dann ist auch noch eingezogen bei mir, beziehungsweise ich hoffe ja, dass es bald mal ein neues Lesezeichen gibt, denn hiervon habe ich schon mehr als genug. Das war auch noch dabei. Dann ist hier noch die übliche Werbung, die mich eigentlich nie interessiert. Dann habe ich mir ein Hörbuch mitbestellt, denn das Buch liegt noch bei mir auf dem Sub und dann kann ich es nämlich hören. Und zwar von Nina Sadowski, Be My Girl. So sieht das aus. Das Ganze wird gesprochen von Nicole Engeln, die ich auch sehr gerne mag als Hörbuchsprecherin. Muss aber auch sagen, dass ich seit After Passion dann immer sofort an Tessa denken muss. Tessa und Hardin, weil da hat sie nämlich die Tessa gesprochen. Was steht hier denn zu? Ein Geheimnis, das tötet. Ellie und Rob sind das perfekte Paar. Gut aussehend, erfolgreich und bis über beide Ohren verliebt. Aber schon Augenblicke nach dem Ja-Wort scheint alles in Scherben zu liegen. Rob verbirgt eine entsetzliche Vergangenheit. Je mehr Ellie darüber erfährt, desto tiefer wird sie in einen Strudel aus Lügen und Verrat gezogen. Wer ist der Mann, den sie geheiratet hat? Und wie weit will sie gehen, um ihre Liebe zu retten? Schließlich ahnt Rob nicht, dass auch sie nicht ganz ehrlich war. So, der erste Teil des Klappentextes hat mich so ein bisschen an Saving Grace erinnert. Das ist ja für mich immer noch eines der Thriller schlechthin, Psycho-Thriller. Und so gute Kritiken hat dieses Buch, glaube ich, nicht bekommen. Aber ich möchte es auf jeden Fall hören und mir meine eigene Meinung bilden. Und dann ist das Buch auch vom Sub. Dann ist noch bei mir eingezogen ein Thriller von Claire Kendall, Die zweite Schwester. Das Ganze ist im Ullstein Verlag erschienen. Hier steht, du bist als Erste verschwunden, bin ich die Nächste. Miranda war eine glückliche Frau und Mutter, als sie verschwand. 10 Jahre später ist ihre Schwester Ella noch immer auf der Suche nach ihr. Fieberhaft folgt sie jedem Hinweis. Jemand beobachtet Ella dabei und er will sie treffen. Ella schlägt alle Warnungen in den Wind. Sie zieht ein Kleid ihrer Schwester an und wagt sich in die Höhle des Löwen. Ich muss ja sagen, mich hat ja immer schon so Cold Cases Fälle interessiert. Und seitdem Paddy diese True Crime Videos macht, bin ich ja total fasziniert von ungelösten Kriminalfällen. Und ich bin da sehr gespannt drauf. Ich meine, ich habe auch schon mal was von Claire Kendall gelesen. Ach, du bist mein Tod, war auch von ihr. Das war ja so ein Stalker-Thriller. Und das habe ich mir mitbestellt. Das stand schon länger auf meiner Wunschliste. Und das gab es jetzt halt auch günstig. Ich habe jetzt, glaube ich, für alles zusammen 25 Euro bezahlt. Dann habe ich mir noch so ein kleines Notizbuch mitbestellt, einfach so ein liniertes. Das gab es, glaube ich, auch ganz günstig, sonst hätte ich es nämlich gar nicht bestellt. Es kostet ursprünglich 9,95 Euro, aber ich meine, dass ich da irgendwie 99 Cent oder 1,99 für bezahlt habe. So, und das letzte Buch, was ich hier habe, das hat mich einfach schon vom Titel her so angesprochen. Weil ich finde, es wird immer alles oberflächlicher. Man wird gefragt, wie es einem geht, aber eigentlich wollen doch immer alle nur von einem hören. Ach super, und dir? Und so heißt das Buch auch. Super, und dir? Von Katrin Wessling, auch aus dem Ullstein Verlag. Marlene Beckmann ist 31 Jahre alt und lebt das Leben, das sie sich gewünscht hat. Auf die Frage, wie es ihr geht, antwortet sie meistens, super, und dir? Marlene hat sich äußerlich im Griff, bis sie ihren ersten richtigen Job als Social Media Managerin in einem multinationalen Unternehmen antritt, bis sie vor lauter Überstunden kein Privatleben mehr hat, bis der Druck schließlich zu groß wird. Mit emotionaler Wucht beschreibt Katrin Wessling eine gnadenlose Welt, in der Ersetzbarkeit, fehlende Perspektiven und der Zwang zur Selbstoptimierung eine ganze Generation unter Druck setzen. Ich finde, das hört sich sehr interessant an. Das hat auch nur etwas über 250 Seiten. Aber ich habe das, seitdem ich die Erkrankung habe, auch oft gedacht. Die Leute fragen mich halt, wie es mir geht. Aber eigentlich wollen wirklich alle immer nur hören, alles ist gut. So habe ich zumindest das Gefühl.
bei richtigen Freunden ist es natürlich anders, aber so, wenn man irgendwo im Ort unterwegs ist oder so. Ja, deswegen bin ich sehr gespannt auf dieses Buch. Ich denke, das werde ich auch mal irgendwann zwischendurch eben weglesen. Ja, das war meine Avell-Bestellung. Kennt ihr schon eines der Bücher oder Hörbücher? Wäre hiervon auch etwas für euch interessant gewesen, beziehungsweise oft gibt es die ja auch noch länger bei Avell. Dann könnt ihr jetzt ja einfach nochmal schnell reinschauen. Und ja, ich stöber da einfach wahnsinnig gerne und habe das mittlerweile auch, dass ich mir Bücher gar nicht mehr sofort kaufe, weil zum Lesen komme ich dann so schnell eh erstmal nicht. Und wenn ich dann dazu komme, dann gibt es die meistens auch schon bei Avell. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich wieder sehr auf eure Kommentare und hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!